Wir befinden uns in der Neuen Galerie und es wird eben eine sehr spannende Ausstellung präsentiert mit Rilitschka Martins, zwei Künstler der 50er, 60er Jahre mit Malerei und Bildhauerei. Beide waren Weggefährten in dieser Phase. Sie haben gemeinsam studiert, sie haben gemeinsam die erste Ausstellung bestritten, 1960 in Wien, und sie haben sich eben beide auf einer Ebene des gesellschaftskritischen Diskurses wiedergefunden. Und das Spannende hier in der Präsentation ist die Gegenüberstellung einerseits dieser expressiven, gewaltigen Bronzen, Skulpturen von Rilitschka mit auch der sehr dynamischen, bewegten Malerei von Fritz Martins. Rilitschka war eine Doppelbegabung, der hat wirklich 11 Jahre an der Akademie studiert, eben zunächst Malerei bei Gütersloh und Josef Dobrowski und dann noch ein Bildhauereistudium bei Fritz Wottruber, war 1957 fertig, wohingegen der Fritz Martins ab 1950 freischaffender Künstler war und sich vornehmlich auf die Malerei fokussierte, als auch auf Druckgrafik. Es gibt zwar ein paar frühe kleinere Plastiken, wo man diesen Dialog auch sieht mit der Bildhauerei. Das Spezielle an Rilitschka ist, dass er zu einem Zeitpunkt die menschliche Figur aufgegriffen hat, wo sie vollkommen verpönt war. Auch beim Studium von Fritz Wottruber, der selber in seinem künstlerischen Schaffen eben abstrahierend wurde, sprich kubistisch, tektonisch, nur mehr andeutungsweise die menschliche Figur, wo es sehr viele Beispiele, Avramidis und so weiter gab. Rilitschka blieb dezidiert an der menschlichen Figur und nicht nur das, er wollte auch die menschliche Figur als Ausdrucksträger von Gefühlen, von Gewalt, von Leidenschaft und so weiter. Und es ist, da ist er sicher eine ganz einzigartige Position in dieser Zeit und eben auch bis zum Schluss, eben bis zum großen Denkmal, Mahnmal in Wien, das er 86, 87 am Albertiner Platz ausgeführt hat. Einfluss Martins ist schwierig, weil er war sozusagen bis Mitte der 70er Jahre groß im Wiener Kunstgeschehen verankert. Dann ist es sehr ruhig um ihn geworden, sprich von der Öffentlichkeit wurde er kaum mehr wahrgenommen. Wo Martin sicher seine Spuren hinterlassen hat, er war ab den 70er Jahren Aktzeichenprofessor an der Künstlerischen Volkshochschule in Wien und da sind sehr viele durch seine Klasse gegangen und von daher ist er auch für das Handwerkliche, das Zeichnerische, das Naturstudium ist eine große Koryphäe auch in Künstlerkreisen. Also das Bildformat war wesentlicher Teil seiner Bildaussage, in dem Sinn, dass er eben seinen Stoff, seine Themen, seine Motive aus der Gegenwart gezogen hat und die eben in bildlicher Form fixiert hat, festgehalten hat. Das Bildformat in der Größe, damit er den Betrachter auch wirklich erreicht, damit der hineingezogen wird, auch eine Art Compassio erweckt, damit diese Bilder sozusagen eine Botschaft sind, ja, und nicht nur Dekoration oder gefällige Arbeiten, die als ästhetisch und schön empfunden werden. Also dieser Anspruch, den gab es.